Hey Leute, dieser Moment, wenn man auf seinem Sofa chillt und sich extra einen Laptop nebendran angeschlossen hat, weil man zu faul ist, es irgendwo aufzuladen. Ich müsste ja dann da an die Steckdose dran. Habe ich keine Lust, dann müsste ich auf dem Boden rumliegen und ich bin so voll im Gammel-Chiller-Modus. Habe gestern ganz wenig Alkohol getrunken. Ich wollte euch so viel gestern erzählen. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich überhaupt die Story abschicken kann. Mein Blick ist immer noch voll müde. Oh mein Gott, und meine Augen, die sind so rot. Obwohl, gestern waren sie röter. Ich habe mit den Kontaktlinsen geschlafen. Schande über mich. Ihr Lieben, mal gucken, ob meine Story überhaupt jetzt abgeschickt werden kann. Ansonsten muss ich ein paar Stories in meine Highlights hochladen und ein paar von meinem Handy rauslöschen, also meine Videos, weil sonst wird wieder nichts mit hochladen und so. Speicher voll, ihr wisst Bescheid. Und ich habe einiges zu erzählen. Ich schicke euch mal kurz die Nachricht ab. Ja, vor allen Dingen, ich schick nicht, was habe ich gesagt, die Nachricht, ich schick hier Instagram die Story ab. Leute, ich habe schon wieder meine Lieblingshose an. Ich liebe diese Hose. Ich habe sie nämlich frisch gewaschen. An diejenigen, die jetzt denken, oh mein Gott, die hat ständig diese Hose an. Das ist eine meiner Lieblingsjogginghosen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt Dixer Pop reinmachen. Und dann erzähle ich euch ein bisschen von gestern Abend. Und generell einiges habe ich euch wieder zu berichten. Ihr wisst ja Bescheid, ich habe immer was zu erzählen. Bis gleich. So, 10 Stunden später, keine Ahnung, mein Speicher ist etwas leerer als auf jeden Fall gestern. Ich habe einen Sekt getrunken, ein Sekt O, ein Hugo und ein Joster. Aber bis ich gefahren bin, war erst 4 Uhr oder sowas. Von daher, das war dann alles schon wieder weg. Gestern habe ich einfach viermal versucht, eine Story zu machen. Mein Blick war sowas von extrem müde und jetzt geht's, ist immer noch nicht so fit. Ich überlege mir gerade, eine Brille aufzuziehen wieder, meine Brille. Aber ich will kurz live gehen bei der Single-Seite. Keine Ahnung, was es bringt. Ich weiß auch nicht. Ich wollte es mal versuchen. Mal gucken, wie viele da zugucken und vor allen Dingen, was da so für Typen online sind. Keine Ahnung. Und das muss ich jetzt noch. Ich überlege noch, ob ich das mache, weil da sind ja auch viele komische Typen. Ne? Nicht nur so Männer, die mir gefallen. Also halt auch so. Auch Männer, die mir nicht gefallen. Nicht die meine ich mit komisch, sondern so komische Formen der Art, die dann Scheiße schreiben und so. Aber die kann ich herauskicken, blocken, was auch immer. Ja, und da war gerade einer online von Wien, 22 Jahre jung. Und ich habe gefragt, was er da so sucht auf der Single-Seite. Und sagt er, ja, er sucht nichts, er streamt einfach gern. Denke ich mir so, Fame-geil ein bisschen. Ich meine, ich bin auch bei Instagram, aber ich mache Stories just for fun. Die Leute, die mir folgen wollen, können mir folgen. Aber gut, ich meine, keine Ahnung. Also wenn ich da jetzt online gehe, vielleicht bin ich auch ein bisschen filmgeil, aber ach, ich weiß auch nicht. Ich suche ja schon einen Mann fürs Leben. Also von daher gehe ich ja online, um einen Mann kennenzulernen, der mir gefällt. Aber wenn ich schon so einen, vielleicht sieht mich dann ein Mann, der mir gefallen könnte, der mich sonst nicht so auf der Seite sieht. Ach, keine Ahnung, was ich mir wieder für Gedanken mache. Auf jeden Fall, ich muss noch so viel machen. Ich muss noch die Küche putzen. Ich habe noch gestern einen Teil abgewaschen, einen Teil eben nicht abgewaschen. Und eine Freundin von mir, ich wechsle so schnell das Thema, die hat so ein tolles Handy. Ich will das abchecken, was mit Huawei 20 Pro so, wie das aussieht, das Ganze. Kurz ein anderes Thema. Ich habe da was bei meinem Auge. Ich weiß nicht, das kann man jetzt so schlecht sehen. Ich muss mal kurz die Kameraperspektive wechseln. Seht ihr das? So wie so ein Grießkorn und ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Das ist wie so ein Grießkorn. Das ist ziemlich hart da. Das ist so ein eingetrockneter, ich weiß nicht, wie man die nennt, Grießkörner. Also ein Grießkorn habe ich. Ich hatte das noch nie. Und ich will es wegkriegen. Ich muss mal nach Hausmittelchen schauen, ob ich dachte, vielleicht Mädels, Männer, vielleicht weiß irgendjemand, wie man das wegkriegt. Außer mit einer Nadel durchstechen. Nee, danke. Das will ich nicht. Ich hoffe, das geht irgendwie von alleine weg. Das ist so hart und das nervt mich. Das hatte ich früher nicht. Das sieht man jetzt auch nicht, weil ich ja minimal Filter habe. Keine Ahnung, es nervt mich einfach. Ich muss mal googeln, wie man den Scheiß wegkriegt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich muss die Küche putzen, muss ein bisschen noch was abwaschen, die andere Hälfte, dann mein Bett von den ganzen frisch gewaschenen Klamotten befreien, sonst liegt es wieder wochenlang rum, wenn ich keinen Bock habe, das wegzuräumen. Und eigentlich soll ich aufräumen, weil wir haben Sonntag. Wisst ihr was? Ich habe mir überlegt, ich fahre heute Abend zu meinen Eltern, beziehungsweise morgen. Ich bin noch am Überlegen, wie ich das mache. Und da ich eh Weihnachten mit meiner Family verbringe, wieso sollte ich jetzt hier unnötig aufräumen? Dann räume ich lieber vor Silvester auf, vor dem neuen Jahr, dass ich ins neue Jahr mit einer sauberen, frisch geputzten Wohnung starten kann. Und ja,
Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich gehe gleich mal live dort auf die. Ich bin ja mal gespannt, wie das wird. Oh mein Gott. Einfach mal so das Verfahren. Ich wollte es schon immer mal, wenn ich Kontaktlinsen anhabe und Sonntag und Chili-Mili und so, ne? Also man merkt einfach, Sonntag ist es so grau draußen und ich chill da auf dem Sofa und red in mein Handy, erzähle euch wieder irgendwas. Aber ja, keine Ahnung, was ich sonst machen soll, ne? Also Nathalies Geburtstag übrigens gestern war sehr schön. Also wir haben schön gefeiert, es gab lecker Essen, es gab coole verschiedene Musikrichtungen. Da hat sie wirklich an alles gedacht. Danke Nathalie nochmal für den schönen Abend. Und ja, wir sind dann halt so gegen 4 oder so dann nach Hause. Reicht auch irgendwann, ne? Also ich meine, sie hatte auch viel zu organisieren und viel zu tun. Und von daher hat das schon alles so gepasst und ich habe ihr Nageldrops geschenkt, die fand sie immer so ganz cool, die wo eben schnell trocknen und noch so All-You-Can-Eat-Buffet, dass ich sie mal in Westerkarten einlade. Ja, vor allen Dingen All-You-Can-Eat, All-You-Can-Eat-Buffet und eben die Drops und dann noch eine Karte habe ich geschrieben, selbstgemachtes Gedicht, ich bin stolz drauf, ich habe ein Gedicht geschrieben, kurzes. Und was habe ich noch? Drops, All-You-Can-Eat, Gedicht, Karte und Pralinen ohne Alkoholtrüffel, Pralinen. Ja, Leute, Insta hat schon wieder meine ganzen Videos gelöscht. Ich habe einfach kaum noch Speicher. Ich denke, ich werde jetzt auch die Story beenden. Ihr wisst ja, ich habe immer was zu erzählen. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer das sage. Aber ich denke, ich mache jetzt einfach eine Umfrage. Soll ich nachher live gehen? Mir ist irgendwie langweilig. Ansonsten schaue ich jetzt meine Vampire. Und ich sollte noch was Normales essen. Ich glaube, ich mache mir Camembert im Ofen. Und ich glaube, ich fahre erst verlassen. Ich war jetzt eine Weile weg. Und ja, keine Ahnung, was jetzt Insta jetzt noch dafür Bilder hochlädt. Bilder, vor allen Dingen Videos. Ja, und ich muss unbedingt noch die Küche aufräumen, bevor ich zu meinen Eltern fahre. Und wie gesagt, Sachen packen. Kein Bock. Bin so faul. Und ich muss meine Vampire noch irgendwann schauen, weil wenn ich sie nicht schaue, dann kann ich sie irgendwann bald nicht mehr bei Six schauen. Dann muss ich sie wieder bei Amazon kaufen für knapp 3,99 €. Muss echt nicht sein. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich melde mich ja bestimmt entweder später oder morgen auf jeden Fall. Bis bald, ciao. Oh, wie schön, Liam Payne hat das langsame Lied. Polaroid, Akustik, featuring Liam Payne und Lennon Stella. Oh mein Gott, das klingt so schön. Leute, jetzt kommt die Umfrage. Ich habe die Umfrage vergessen. Jetzt kommt die Umfrage. Soll ich später noch live gehen?